Und jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr dreht ein Video für YouTube, wo ihr euch ausgiebig über Flat Earther lustig macht und auf einmal taucht einer hinter euch auf und sagt... Bringt ihn zur Kante. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals, zur neuen Ausgabe des Ärgerlich-ABCs. Kurz vorweg, die ersten 30 unter euch dürften schon eine Apple War Autogrammkarte in ihren Briefkästen gefunden haben. Wer mich auf patreon.com/masterjam via PayPal mit 1 Euro oder mehr im Monat unterstützt, der wird von mir ebenfalls angeschrieben und bekommt ebenfalls so eine Autogrammkarte zugeschickt. Nur Geduld kann immer ein bisschen dauern, bis ich die dann rausschicke. Das Geld, das ihr mir spendet, fließt zu 100% in diesen Kanal. Ich drehe damit zum Beispiel gerade mit Marty Fischer ein Musikvideo. Also, ich drehe es, wenn man wieder rausgehen darf. So, kommen wir zum heutigen Thema. Es geht heute um eine Gruppe von Leuten, die ich sehr faszinierend finde. Flat Earther. Menschen, die glauben, die Erde sei eine Scheibe und keine Kugel. Wir starten mit einem kleinen Rundumschlag über die Gruppierung selbst, der Flat Earth Society. Die ersten Ideen, dass die Erde eine Scheibe sein könnte, gab es schon 1816. Samuel Robotham versuchte dies mit Zeilen aus der Bibel zu beweisen. Also wenn die Bibel der Ursprung der ganzen Bewegung war, dann können wir das Video auch an der Stelle beenden und für nichtig erklären, denn ich sag nur schwangere Jungfrau. In den folgenden Jahrhunderten ist die Szene immer mal wieder eingeschlafen und aufgewacht und 2020... hat die Flat Earth Society auf Facebook über 210.000 Mitglieder. Wobei davon auszugehen ist, dass ein Großteil dieser Leute die Facebook-Seite wegen der Netflix- und der Logan Paul-Doku abonniert haben, um sich zu Recht darüber lustig zu machen. Man sieht alleine schon, dass bei ihren Facebook-Posts mehr Lachsmilies als Likes vorhanden sind. Deswegen kann man wirklich davon ausgehen, dass viele Leute einfach nur trollen wollen. Wie der Name es schon sagt, sie glauben daran, dass die Erde flach und keine Kugel ist. In der Mitte der Erdscheibe soll der Nordpol liegen. Außenrum ist die Antarktis. Klingt irgendwie logisch. Von dem Urglauben des 19. Jahrhunderts, die Erde sei eine Scheibe und das ist auf die Bibel zurückzuführen, sind die Flat Earther schon lange weit weg. Sie glauben, die Regierung und die NASA will um jeden Preis das Geheimnis der flachen Erde bewahren und die Leute täuschen. Alle Aufnahmen aus dem Weltall, Fotos, Satelliten, Astronauten, alles fake. Die Leute sollen damit nur angelogen werden. Warum oder was die NASA davon hätte, da habe ich irgendwie leider keine Antwort drauf gefunden. Also, die Bilder von der NASA und dem Weltraum sind also alle fake. Wenn du einzelne Flat Earther aber fragst, woher sie ihren Glauben haben, die Erde sei flach, dann sagen sie, ich habe die flache Erde als Bild von einem Zeichner im Internet gefunden. Das muss auf jeden Fall echt sein. Beweisführung abgeschlossen. Gehen wir mal einen Punkt weiter. Woran glauben die Flat Earther denn noch? Ja, die Sache mit Sonne und Mond, so wie wir es kennen, klappt ja jetzt auch nicht mehr so ganz. Aber eine Umdrehung der Erde ist ein Tag. Und eine Umdrehung der Sonne ist ein Jahr. Dementsprechend müsste doch überall auf der Erde zur gleichen Zeit etwa Winter sein, oder nicht? So glauben sie, die Sonne hat nur einen Durchmesser von 60 Kilometern und ist nur 5000 Kilometer über uns. Der Mond ist darunter und kreist in unterschiedlicher Geschwindigkeit über die Erdscheibe umher. Deswegen ist es an einigen Stellen mal dunkel und an anderen nicht, weil das Licht parallel verläuft und nicht alles gleichzeitig dunkel sein kann. Also so verstehe ich das jetzt. Alleine wenn man sich das Modell anguckt, ist das ja schon total unlogisch, weil wieso sollten diese Lichtstrahlen nicht dahin gelangen? Ich hoffe aber, ich konnte Ihren Gedanken jetzt vernünftig wiedergeben. Nächster Punkt, an den Sie glauben, Wasser ist flach. Wenn man Wasser auf eine Fläche kippt, breitet es sich aus, bis es die Kante erreicht und ergibt damit eine ebene Fläche. Mit einer riesigen Wasserwaage könnte man so beweisen, dass es keine Krümmung im Horizont gibt, so die Theorie der Flat Earther. Andersrum, kippt man Wasser auf einen Erdball, dann fällt es ja runter. Ich würde das Ganze ja jetzt mit der Erdanziehungskraft erklären, aber was weiß ich schon. Dieses eben beschriebene Phänomen hat Papa Logan mal in einem anderen Beispiel bewiesen. Übrigens, die Doku von Logan Paul, bis zur Kante und zurück, ist eine unfassbar witzige Mockumentary. Ich habe sie mal euch hier in der Infobox verlinkt. Unbedingt nach diesem Video mal anschauen. Nein, die Infobox ist auf der Seite, sorry. Der nächste Punkt. Eine Frage, die sich die Flat Earther ernsthaft stellen. Wenn die Erde sich um 1600 km/h im Kreis dreht, wie kann es dann sein, dass weder Wasser, noch Menschen, noch Gegenstände von der Drehung etwas mitbekommen und nicht von der Kugel wegfliegen? Ich würde das ja jetzt mit der Erdanziehung erklären, aber was weiß ich schon. Ich meine, wenn es Ihrer Meinung nach Erdanziehungskraft auf der Erdkugel nicht geben kann, wie kann es dann sein, dass es diese Erdanziehungskraft auf der Scheibe gibt? Ich meine, die schwebt ja dann auch im Weltraum. Du müsst die Leute ja doch auch so abheben, oder nicht? Das widerspricht sich doch schon von alles von selbst. Ich meine, wenn das... Ich weiß schon, das ist alles scheiße, so schwachsinnig. So, und was darf bei einer flachen Erde nicht fehlen? Richtig,
die Kante. Kleiner Spoiler vorweg, es gibt keine Kante der Erde. Wenn es sie gäbe, gäbe es schon längst Videos von irgendwelchen Russen, die an der Kante sind und Klimmzüge machen. Aber wie stehen die Flat Earther zum Thema Rand der Erde? Also, wie gesagt, die Kante der Erde soll die Antarktis sein. Sie ist nur für die mächtigen Regierungen und nicht für normale Menschen erreichbar. Denn so die Theorie der Flat Earther, sobald man sich der Kante der Erde nähert, wird man von der NASA aufgehalten. Wie die NASA die Leute davon abhalten wollen, dazu haben die Flat Earther die verschiedensten Theorien. Und das Folgende ist jetzt kein Scherz, das geht hin bis zu, wenn du dich mit einem Schiff oder einem Flugzeug der Kante der Erde nähern willst, dann schießen Raketen aus dem Wasser, die dich aufhalten. Ja. Wisst ihr, ich finde, man sollte die Menschen hinter dieser Bewegung nicht auslachen. Ich finde, man sollte ihnen die Eier treten und sie dann auslachen. Kleiner Spaß am Rande, ich bin gegen Gewalt. Die Leute, die man so in den Dokus sieht, die so hinter dieser Flat-Earther-Szene stehen, das sind teilweise Leute mit normalen Jobs, aber das heißt ja nichts. Das, was man so kennenlernt, sind alles gescheiterte Existenzen. Es sind Menschen Ende 40, die alle noch bei Mami wohnen und die scheinbar nichts anderes in ihrem Leben zu tun haben, als andere Leute damit zu nerven, die Erde sei flach. Also im Ernst jetzt, wenn man sich so deren Lebenslauf oder die Profile anguckt, die scheinen von morgens bis abends nichts anderes zu machen. Was man so aus den Interviews der Flat-Earther mitbekommt, ist, dass die meisten scheinbar außerhalb der Society keine privaten Kontakte mehr haben, weil jeder den Kontakt zu ihnen meidet. Und dazu sage ich, zu Recht und selber schuld. Und ohne Scheiß, da kannst du seit 23 Jahren mein bester Freund sein. Wenn du jetzt zu mir kommst und mir weismachen willst, die Erde sei flach und es wirklich ernst meinst, ja, tut mir leid, dann hast du nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich meine, seriously, was geht dann bitte in dir vor? Ich meine, als ob ich mich doch mit so einem sehen lasse oder was zu tun haben will, wenn er den ganzen Tag auch nichts anderes macht. Ich sehe das Problem in dieser Society 1:1 wie bei der AfD. Die Leute, die da drin sind, sind bildungsresistent. Du kannst ihnen mit klaren Fakten entgegenkommen und es interessiert sie nicht. Und um den Vergleich zwischen AfD und Flat Earther nochmal genau hinzustellen, sagst du einem AfD-Mitglied, der Klimawandel ist wissenschaftlich bewiesen, was sagt er dann? Seine Antwort wird sein, die Linken sind aber auch scheiße. Im Buchstaben A in diesem Format, wo ich die AfD ein bisschen analysiere, habe ich über 1000 Kommentare bekommen, die ungefähr das sagen. Und was sagt ein Flat Earther, dem du Beweise von der NASA hinlegst, dass die Erde eine Kugel ist? Das stimmt ja alles gar nicht. Man kann Parallelen zwischen AfD-Wählern und Flat-Earthern ziehen. Ich glaube, ich habe mich in diesem Video mal wieder selbst übertroffen. Also, halten wir fest, die Leute innerhalb der Bewegung sind arrogant und sozial instabil, denn sie haben nur Freunde innerhalb der Bewegung. Was sich allerdings wieder positiv auf sie auswirkt, denn es gibt ihnen ein Gruppengefühl. Wusstet ihr übrigens, wie Flacherdler sich begrüßen? Da gibt man sich nicht die Hände. Nein, man macht so. Das ist schon irgendwie strange, oder? Ich meine, wie sieht das wohl unter Pärchen aus? Hey, Schatz! Hi! Um das Thema Menschen hinter dieser Bewegung nochmal abzuschließen, einer der großen Köpfe dahinter ist Mark Sargent. Mitte 40, wohnt noch bei seiner Mama. Wenn man sich in der Netflix-Doku mal seine Wohnung ansieht, wird einem eins klar. Der hat fast nur Flat-Earther-Scheiß zu Hause stehen, weil er sich mit nichts anderem befasst. Und was heißt das? Merchandise, Geld, Kohle. Er macht Geld mit der ganzen Kacke. Logisch, dass er sich da nicht von rationalen Argumenten überzeugen lassen will. Ich meine, vielleicht glaubt er selber nicht mal an seine eigene Bewegung. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er selber nicht glaubt, dass die Erde flach ist. Aber solange es genug Idioten gibt, die daran glauben, verdient er seine fucking Kohle damit. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht zu erklären, warum die Erde rund ist, um die Argumente der Society zu entkräften. Denn das macht sie irgendwie schon ganz von alleine. Es ist eine Gruppierung von Menschen, die vom Rest der Welt ausgelacht wird. Und lachen wir doch zusammen über sie. Hier ein paar tolle Memes. Flache Erde? Ich würde eher sagen, flaches Gehirn. Krass, wie der Weltraum und die Natur das hier angestellt haben. Wenn die Erde eine Kugel sein soll, wie haben dann Astronauten dieses Foto gemacht? Eine wunderbare Schattierung unserer Erde auf dem Mond. Die Dinosaurier wurden damals von einem Meteoriten ausgelöscht. Wie das wohl aussah? Entschuldigen Sie, Sir, dieser Sitzplatz ist für behinderte Menschen. Die Erde ist flach. Oh, Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe. Ich denke, dieses Bild bedarf keiner weiteren Erklärung. Und hier noch ein Beweis, dass die Erde eine Kugel ist. Wenn du eigentlich auf Google nur nach einem Rezept suchen wolltest und 7 Stunden später stellst du fest, die Erde ist definitiv flach. Fazit. Die Flacherdler sind am Ende eine Gruppe dummer Verschwörungstheoretiker. Den einzig schlimmen Fakt, den ich an dieser Gruppe wirklich sehe, ist, dass die Leute, die daran glauben, ihre Kinder damit großziehen und ihnen diese Scheiße einreden. Diese Kinder haben damit keine Chance mehr auf soziale Kontakte und ein normales Leben. Sonst dürfen wir aber nicht vergessen, diese Leute sind dumm. Aber sie sind dumm für sich.
und sie tun niemandem was damit. Am Ende lacht man über sie und keiner nimmt wirklich Schaden davon. Aber wie sind eure Gedanken zu dieser Bewegung? Und was haltet ihr von diesem Video? Schreibt es mir in die Kommentare und gebt mir einen Daumen rauf, wenn ich euch unterhalten konnte. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ich nächsten Monat bei Buchstaben G machen soll, denn dafür habe ich aktuell noch keine Idee. Haut raus und abonniert meinen scheiß Kanal. Hey, Schatz! Hey, Schatz!